Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal von TauTV. Wir spielen Planet Base. Vielleicht habt ihr schon von gehört, ist schon ein bisschen länger draußen. Ja, es geht im Prinzip darum, so wie ich das verstanden habe, auf einem Planeten sich eine Kolonie aufzubauen, zu überleben. Und ja, mein typisches Standardgenre hier sozusagen im Single Let's Play. Wenn ich nicht gerade ein LPT mache mit dem guten Zero oder so, oder mit dem Kev. Ja, und zwar würde ich sagen, starten wir einfach mal rein, gucken uns das Spiel an. Ich habe es selber noch überhaupt nicht gespielt, keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe es nur so ein bisschen gesehen und deswegen starten wir das Tutorial. So, baue zu Beginn des Spiels, wenn du nur wenige Ressourcen hast, kleine Strukturen und steige später auf größere Strukturen um, da sie kosteneffizienter sind. Ach so, okay. Drücke eine beliebige Taste. Hallo? Da kommen Menschen. Sind es Menschen? Die haben verschiedene Klamotten an, okay? Also verschiedenfarbig. Gut, da kommen noch Roboter hinterher. Okay. Willkommen bei Planet Base. In Planet Base führst du in einer nicht so fernen Zukunft eine Gruppe Weltraumsiedler an, die einen Außenposten auf einem fernen Planeten errichten wollen. Okay. Ah, Kamera. Zuerst solltest du mehr über die grundlegenden Kameraeinstellungen lernen. Du kannst die Kamera schwenken, indem du die Tasten WASD benutzt oder die Maus am Rand des Bildschirms positionierst. Am Rand, Entschuldigung. Zum Rotieren der Kamera kannst du die QE-Tasten oder die mittlere Maustaste benutzen. Kamera schwenken, ne? Also jetzt lernen wir erstmal die Grundkenntnisse, natürlich. So, das haben wir jetzt fertig gemacht. Kamera rotieren, entweder mit der mittleren Maustaste. Ah, okay, so. Du findest weitere Infos über die Kamerasteuerung im Hilfemenü. So, Strukturen. Nachdem du gelandet bist, musst du als allererstes einige grundlegende Strukturen bauen, damit deine Leute überleben. Du kannst Strukturen über das Hauptmenü oben links im Bildschirm bauen. Für den Bau der meisten Strukturen benötigst du Metall und Bioplastik. Du hast eine begrenzte Menge davon im Kolonieschiff, also solltest du äußerst vorsichtig sein, wofür du sie einsetzt. Als erstes musst du einen Sauerstoffgenerator bauen, damit deine Kolonisten atmen können, wenn der Sauerstoff in ihren Raumanzügen verbraucht ist. Aha, okay, okay. Ich schaue mir das gerade mal so ein bisschen an. Also man hat hier auf jeden Fall extrem viel Platz. Naja, geht so. Also ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Bergen ist, ob man da bauen kann. Das werden wir bestimmt noch herausfinden. Wir können ja mal ranzoomen gerade da. Weiter geht's nicht, okay. So, ich würde mal... Das Rotieren ist ein bisschen komisch, ne? Das ist so, als ob wir jetzt wirklich hier rauf gucken. Hallo, hallo. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Innenstruktur bauen. Enthält Sauerstoff und kann ohne einen Raumanzug betreten werden. Okay. Sauerstoffgenerator. Generiert Sauerstoff aus Elektrizität und Wasser. Okay. Ah, wir haben jetzt vorgegeben, wo wir sie bauen müssen. Ich hoffe mal, das ist später dann nicht mehr so. Verwende das Mausrad oder die Tasten RF, um die Größe zu verändern. Oh. Okay. Okay, wir sollen erstmal klein bauen. Struktur platziert. Der Sauerstoffgenerator braucht Energie, damit er funktioniert. Energie kann über ein Solarmodul generiert werden. Okay. Das ist eine Außenstruktur. Und ein Solarmodul haben wir hier. Aha. Ah, da fangen die kleinen Roboter schon an zu bauen. Jetzt, da du das Solarmodul platziert hast, musst du es mit dem Sauerstoffgenerator verbinden. Ah, okay. Wenn du Strukturen miteinander verbindest, können sie so Wasser und Energie gemeinsam benutzen. Handelt es sich um Innenstrukturen, können Kolonisten zwischen ihnen hin und her gehen. Ah, da müssen wir dann auch noch aufpassen. Um zwei Strukturen miteinander zu verbinden, musst du eine davon anklicken, dann die andere. Wenn eine Verbindung möglich ist, wird sie dir ein entsprechendes Feld anzeigen. Oder wird dir ein entsprechendes Feld angezeigt. So. Gut. Das hier verbinden mit... Das hier? Ah! Okay. Was haben wir hier?
Ah, Spielgeschwindigkeit. Ah. Okay, mal 4. Wichtig zu wissen ist allerdings, dass neue Strukturen nur so platziert werden können, dass sie mit bereits vorhandenen verbunden sind. Mögliche Verbindungen werden durch eine grüne Linie angezeigt. Damit der Sauerstoffgenerator funktioniert, benötigt er außerdem Wasser. Deswegen musst du einen Wasserextraktor bauen. Aha! Wasser- und Energiegeneratoren müssen nicht direkt mit der Zielstruktur verbunden sein. Sie müssen nur demselben Netz angehören. Das ist auf jeden Fall interessant. Okay, das ist wieder ein Außending. Wasserextraktor. Extrahiert Wasser aus der Erde. Ah ja. So, das heißt im Prinzip, er ist jetzt nicht direkt mit dem Ding verbunden. Aber wir können ihn hiermit verbinden und dann ist er im Netz mit drin. Okay, das verstehe ich. Jetzt solltest du eine Luftschleuse bauen, damit deine Kolonisten in die Basis hinein können. Okay. Luftschleuse. Das ist dann im Prinzip so der Eingang, ne? So. Okay, wir können wieder die Spielgeschwindigkeit erhöhen. Flup, 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 flup. Oh, Moment. So. Geh lieber auf normaler Geschwindigkeit. Warte auf Fertigstellung. Aber du bist doch fertig. Achso, der muss den Weg noch bauen. Ah. Ah, okay. Der Eintritt durch die Luftschleuse dauert lange. Am besten ist es, wenn du später mehr als eine baust, um Staubildung zu vermeiden. Aha. Dein Kolonieschiff enthält einige Essensvorräte und Wasser. Erhältst du aus dem Wasserextraktor. Achso, ja gut. Du kannst jetzt eine Kantine bauen, damit deine Kolonisten essen und trinken können. Ach, eine Kantine wollen sie extra haben. Die feinen Herren und Damen. Oder Damen und Herren, wie auch immer. Ja, gut. Die Kantine, die sollen wir hier hinbauen. Die können wir auch noch, die könnten wir auch noch vergrößern. Krass. So, im Prinzip muss man halt alles verbinden, so die Innenräume, damit die auch dann wirklich so zusammen laufen können. Man sieht jetzt auch gerade, so rum. Wie sie hier immer rein und raus gehen. Ja, das dauert wirklich relativ lange. Okay, da bringen sie gerade die ganzen Ressourcen hierher. Das ist auf jeden Fall mal lustig. Lustig zu sehen. Numerische Tastatur und Taste beschleunigen. Können wir das etwa... Moment, ich versuche das gerade mal. Okay, ich weiß den Shortcut dafür nicht. Mir angezeigt. Numerische Tastatur plus. Ach so! Jetzt weiß ich, was er will. Da ist es. Okay. Flup, flup, flup. So, fertig gebaut. Kantine wurde gebaut. Hat der Weg da noch schön gebaut? Klack, klack. Wunderbar. So, jetzt können sie also auch noch futtern. Wichtig ist, dass Innenstrukturen immer mit mindestens einer anderen Innenstruktur verbunden sein müssen, damit Kolonisten sich dazwischen hin und her bewegen können. Natürlich. Manche Strukturen kannst du mit Komponenten einrichten, die zusätzliche Funktionen haben. Du solltest jetzt einige Komponenten in die Kantine einbauen. Einen Tisch, an dem die Leute essen können, einen Wasserspender für Wasser und einen Videobildschirm für die Unterhaltung. Ach so, die sollen arbeiten! Komponenten kannst du einbauen, indem du zuerst auf die Struktur und dann auf das Bearbeiten klickst. Wo ist Bearbeiten? Kantine. Zustand exzellent. Sauerstoff? Ja, geht so. Ach, wo O2 drüber steht, da ist dann... Warte mal, war... H2O war Wasser und O2 war Sauerstoff, ne? Okay, wo haben wir denn den Bearbeiten-Button? Ist das... Das ist hier der Bearbeiten-Button? Ah, nein, okay. Ah, hier kann man drin reingucken. Das ist ja auch cool. Hallo. Ja, jetzt seid ihr alle in der Kantine, könnt aber nichts futtern, weil ihr euch nicht hinsetzen könnt, ne? Ja, schon mistig.
So, wo ist denn hier jetzt der Bearbeiten-Button? Ach, da oben. Okay, wir brauchen also einen Tisch. Hier. Einen Wasserspender. Und ein Bildschirm. Klatschen wir mal hier so hin. Deine Kolonisten werden jetzt die Kantinenkomponenten verwenden, wenn sie essen oder trinken wollen. Manchmal möchtest du dir vielleicht ansehen, was genau in deiner Basis los ist. Du kannst die Menüschaltfläche Dächer zeigen, Tab-Taste verwenden, um die Dächer der Gebäude auszublenden oder anzuzeigen. Aha! Flup, flup. Wenn die Dächer deaktiviert sind, kannst du Komponenten oder Kolonisten in der Basis auswählen. Gott, was ist denn schon wieder los? Um dir ihren Status anzusehen. Als nächstes solltest du einen Schlafsaal bauen, in dem deine Kolonisten schlafen können. Die sollen nicht schlafen, die sollen arbeiten! Einige Strukturen, wie zum Beispiel die Schlafsäle, sind Sackgassen. Sie können nur mit einer einzigen anderen Struktur verbunden werden. Darauf solltest du achten, wenn du deine Basis entwirfst. Okay, wir werden so dermaßen Probleme bekommen, weil ich das bestimmt nicht hinkriege. Was? Ort ungültig? Warum? Ach, weil es ein bisschen verdreht war, der feine Herr. So. Das verbinden. Okay. Komponente platzieren, Hochbett, warte bis alles gebaut ist. Okay, dann machen wir das nochmal ein bisschen schneller wieder. Ich denke mal, das werden wir relativ oft machen. Weil die sind schon recht langsam oder wir werden dann dauerhaft so auf der Stufe spielen. Tisch wurde gebaut. Das ist ja schon mal gut. So, warten wir nochmal ab, bis das hier gebaut wurde. Dann können wir, denke ich mal, weitermachen. Außerdem haben wir dann ja im normalen Spiel, denke ich mal, nicht immer nur eine Sache, die wir bauen, sondern mehrere gleichzeitig. Videobildschirm wurde gebaut. Ah, guck mal, und da sind sie schon am Spachteln und am Trinken. Das ist ja interessant. Vielleicht sollten wir nochmal einen zweiten Tisch bauen, aber ich denke, im Tutorial ist das nicht so wichtig. So, da zimmert der kleine Roboter mal eben die Schlafsäle hoch. Blub. So. Gehen wieder zurück auf normale Geschwindigkeit. Was hast du denn? Wasser? Wasserproblem hat er. Er möchte was trinken. Schlecht. Sehr gut. Schlafsaalmittel. So, da sollen wir ja jetzt noch ein paar Sachen reinbauen. Und zwar Bettchen. So, Bettchen. Bettchen. Bettchen? Ist das nicht normalerweise andersrum? Ach ne, da ist die Leiter dran. Okay. Blub. Okay, warte auf Fertigstellung. Schnell, schnell, schnell. Hopp, hopp, hopp. Ah, du bist müde. Da ist noch einer müde. Jetzt werden sie alle müde. Ja, hätten wir das Ding nicht gebaut, dann, ne? Hätten wir keine Probleme gehabt. So, Hochbett wurde gebaut. Strukturen benötigen verschiedene Mengen an Energie, um zu funktionieren. Sollte zu irgendeiner Zeit die Basis mehr Energie benötigen, als von den Generatoren erzeugt wird, scheiden sich einzelne Strukturen ab, was wiederum schlimme Konsequenzen haben kann. Solarmodule funktionieren nur während des Tages, also solltest du auch einige Windturbinen bauen, die den ganzen Tag lang Energie produzieren können, sowie Energiekollektoren, die Energie zur späteren Verwendung speichern können, wenn du die Nacht überleben willst. Wäre vorteilhaft. Die meisten Strukturen können in verschiedenen Größen gebaut werden. Größere Strukturen benötigen mehr Ressourcen, bieten aber auch mehr Platz und Funktionalität. Okay, wir sollen also jetzt Windturbinen bauen. Ah, da hinten hin. Klar, logisch. Ey, ich hätte jetzt gleich den großen gebaut, aber naja, ist ja egal. Und das wird mal, denke ich, so ein Kollektor sein. Den verbinden. Verbinden. So. War das alles nochmal ein bisschen höher? Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wo sehe ich denn, wie viele Ressourcen wir haben? Spielmenü, nee, Spielmenü will ich nicht. Basisverwaltung schnell speichern, ist auf jeden Fall immer gut. Dächer anzeigen, gut, die können wir an- und ausmachen. Können wir ja sehen, wie wir wollen. Ah, hier sehen wir auf jeden Fall noch Rohstoffe.
Oh, okay, fertig. Gut gemacht. Die Energieverwaltung ist ein wichtiger Bestandteil, wenn es um deine Basis geht. Du kannst davon ausgehen, dass du eine Kombination aus mehreren Solarmodulen, Windturbinen und Energiekollektoren benötigst, um einen ständigen Elektrizitätsfluss zu gewährleisten. Eine der größten Herausforderungen wird für dich die ständige Versorgung deiner Kolonisten mit Nahrungsmitteln sein. Normalerweise kannst du Nahrungsmittel in Gemüsefeldern im Biodom anpflanzen, die dann im Essensfertiger in der Kantine verarbeitet werden. Okay. So, wir sollen also wieder ein paar Sachen bauen. Lup. Lup. Ah, und jetzt können wir Tomaten, Zwiebeln anbauen. Gibt's nur Tomaten und Zwiebeln. Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht. So, die sind schon wieder am Pennen hier. Statt hier mal ordentlich zu arbeiten. Okay. Wir machen mal die Geschwindigkeit höher. Und da sieht man schon, an Betten sollte man nicht sparen. Wir haben hier ein paar Leute, die sind echt scheiße müde. Die hier nicht so. Aber die ruhen sich aus. Das ist vorteilhaft. Was ich auch noch mal gerne wissen würde, laden sich die ihre Anzüge dann wieder auf, wenn sie einmal reingegangen sind oder so? Oder brauchen wir da noch auch irgendwas? Ich weiß es nicht. Uiuiuiui. Bin mal gespannt. Da noch was kommt. So, jetzt können wir das Ding jetzt bearbeiten und bauen ein Tomatenfeld. Aber man sieht also auf jeden Fall, man kann hier immer nur diese vier Dinger bauen. Ich denke mal, wenn man es größer baut, dann kriegt man auch noch mehr. So, einmal Zwiebeln, einmal Tomaten. Das muss jetzt auch noch gebaut werden. Da frage ich mich jetzt wieder, wo kriegen die Samen her dafür? Aber, naja, wir nehmen es jetzt einfach mal so hin. Lup. Ach ja, und dann müssen wir ja noch so einen Essensfertiger bauen. Da ist er. Den könnten wir an sich hier mit hinstellen, aber ich stelle den jetzt erstmal hier hin. Boah, das ist ja voll fies. Kann man den dann echt nur in der Mitte stellen? Na gut, dann stellen wir ihn da in der Mitte, was soll's. Also das hier, wenn wir dann wirklich selber dann anfangen zu bauen, würde ich fast die ersten Strukturen eigentlich eher in groß bauen. Weil ich da so ein bisschen Schiss habe, dass das alles zu klein ist. Ich weiß nicht, wie das aussieht, ob man das jetzt noch irgendwie in irgendeiner Weise groß upgraden kann. Bin mir da nicht so sicher. Kann mich nicht bewegen. Essensfertiger wurde gebaut. Wunderbar, gut gemacht. Wichtig ist, dass die Gemüsefelder von Biologen beaufsichtigt werden. Denn sonst verdorren sie und produzieren keine Nahrungsmittel mehr. Die meisten Strukturen, einschließlich des Kolonieschiffs, können recycelt werden, um einige Ressourcen wiederzuerlangen. Oh. Recycle Kolonieschiff. Wir brauchen kein Raumschiff, wir bleiben einfach hier. Geil. So, wichtig ist, dass du nur Strukturen recyceln kannst, wenn du dadurch keine anderen existierenden isoliert werden oder, ja, genau. Um mittelfristig zu überleben, musst du mehr Ressourcen produzieren, damit du weiterentwickelte Strukturen bauen kannst. Okay. Du kannst eine Mine bauen, um daraus Erz abzubauen. Minen müssen am Fuße eines Berges gebaut werden und in der Nähe muss sich eine andere Struktur befinden, mit der sie verbunden werden können. Okay, das sollte ja nicht so schwer sein. Wir sind ja hier relativ direkt am Berg. So, was haben wir hier? Eine Mine. Oh, okay, dann halt hier. Dann halt hier. Okay. Strukturen verbinden. Klack und fertig. Entschuldigung. Die Aufbereitungsanlage ist die Struktur, in der Rohmaterialien zu veredelnden Materialien verarbeitet werden. Gott, war das beschissen gelesen. So, die Aufbereitungsanlage ist die Struktur, in der Rohmaterialien zu veredelten Materialien verarbeitet werden. Punkt. Die Metallprozess... Die Metall... also, oh Gott, Alter, was ist denn los? Die Metallprozessorkomponente kann aus Erzmetall herstellen. Aus Erzmetall herstellen. Okay. Hier ein Komma. So, das ist jetzt also die... Warum da hinten hin? Bau das doch hier hin.
Ich denke, das ist die Verarbeitung zu richtigen Erzen. Warum sollen die das von hier einmal hier hinten durch bis hier hinbringen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ach, weil hier Verarbeitung ist, ja, natürlich. Ach nee, mit dem können wir es nicht verbinden. Mit dem können wir es auch nicht verbinden. Wir müssen es mit dem verbinden. Okay. So, wir lassen das wieder ein bisschen schneller aufbauen. Die Roboter sind echt super, weil die sind echt super flink. Jetzt würde ich gerne noch mal eine Sache sehen. Und zwar, wir haben doch hier jetzt so einen Biologen, ne? Wo kommt der her? Ist das jetzt einer von den Ingenieuren geworden? Also einer von den Ingenieuren ist jetzt mit einmal ein Biologe geworden? Oder wie soll ich das verstehen? Oder hatten wir den von Anfang an? Ich weiß es nicht. Ah! Okay, jetzt weiß ich auch, warum das hier rangebaut wird, weil hier der Eingang ist und das ein Außenbereich ist. Okay, okay, okay. Hab's verstanden. So, der kleine Roboter zimmert mal das Ding hier kurz wieder hoch. Plup, plup, plup. Und dann ist es natürlich auch klar, dass er das hier nicht direkt mit anschließt. Logisch. So, was sollen wir denn hier noch bearbeiten? Was sollen wir denn hier noch... Ach, wahrscheinlich ein Metallprozess. Ah, okay. Lock. Warte auf Fertigstellung. Ja, sicherlich. Also wir werden es dann wahrscheinlich wieder echt übertreiben. So, Bioplastikprozessor, das sind ja diese beiden Einheiten, die man ohne Ende braucht, wie wir ja jetzt erfahren haben, würde ich dann wieder 2 und 2 bauen. Also da habe ich so ein bisschen Angst, dass wir da echte Probleme kriegen könnten. Deswegen werden wir mal wieder ein bisschen übertreiben. So, das Ding wurde gebaut. Jetzt fangen deine Arbeiter an, Erz in der Mine abzubauen. Sie bringen das Erz dann zum Metallprozessor, wo es zum Metall verarbeitet wird. Später kannst du Bots mit einigen dieser Aufgaben betrauen. Oh, das ist ja cool. Die anderen Bauressourcen, die du hast, ist... Oder Bauressource, die du hast, ist Bioplastik. Bioplastik wird im Bioplastikprozessor aus Stärke hergestellt. Aus Stärke? Stärke wird aus einigen Gemüsearten mit im Biodom gewonnen. Ah, wie zum Beispiel Reis oder Weizen. Nicht alle Gemüsesorten sind stärkehaltig. Die, die es sind, produzieren weniger Nahrungsmittel. Und den müssen wir jetzt bearbeiten für Bioplastik. Und den hier müssen wir bearbeiten für Weizen. So. Auch mal ein bisschen hochziehen, die Geschwindigkeit. Ich frage mich gerade, ob man das hier dann einstellen kann, wie viele Leute hier arbeiten sollen und so. Priorisiert die Arbeit mit dieser Struktur. Okay. So, Kolonisten und Transportbots bringen die richtigen Ressourcen zu den richtigen Komponenten, damit sie mit der Produktion beginnen können. Du kannst die Produktion kontrollieren, indem du Komponenten deaktivierst oder die Priorität einer bestimmten Struktur senkst. Solarmodule und Windturbinen müssen regelmäßig mit Ersatzteilen gewartet werden. Wenn du dies nicht tust, werden sie bald nicht mehr funktionieren. Du kannst Ersatzteile über die Komponente Ersatzteilwerkstatt in der Fabrikstruktur herstellen. Bisher hat dich dieses Tutorial dazu gezwungen, Strukturen an bestimmte Orte zu setzen. Doch ab jetzt kannst du sie an beliebige Stellen, deiner Wahl bauen. Cool. Okay, wir brauchen auf jeden Fall so eine kleine Werkstatt für unsere Solardinger und so weiter. Das ist ja wieder ein Innending, ne? Ich würde das halt doch gerne hier in die Nähe von dem machen. Andererseits haben wir hier... Die Frage ist, ob später noch sowas wie ein Lager kommt oder so. Das würde mich nochmal interessieren. Aber an sich können wir das Ding doch eigentlich... Weil das Ding, um die Komponenten herzustellen, braucht doch bestimmt die Komponenten. Das heißt, wir setzen das Ding jetzt einfach mal hier mit dran. Auch wenn man dann weit bis dahin braucht, um die Komponenten dahin zu bringen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob es dann, wie gesagt, später noch ein Lager gibt, wo sie dann reingehen und da die Sachen rausholen, die sie brauchen. Allerdings mal... Ach nee, können wir nicht... Warum kann ich denn jetzt nicht bauen? Das ist ja doof. Da zwingt er mich dann noch. Okay, wir ziehen auf jeden Fall mal die Ersatzteil Werkstatt hoch.
ja, wie ich das jetzt verstanden habe, definitiv dafür ist, die Dinger zu warten. Ich werde mir wissen. Boah, das bringt aber echt gut, ne? Was? Also am Anfang brauchen wir gar nicht so viel. Da reicht, glaube ich, ein Windrad, ein Solarpanel. Ich schätze mal, das Solarpanel wird mehr Strom erzeugen. Energienetz verbraucht 24 kW und produziert 42 kW. Generiert 30 kW von 30 kW. Oh ne, das macht auch 30 kW. Warum bauen wir nicht nur zwei Windturbinen? Pack doch auf Solar. Keine Ahnung. Vielleicht sind sie ja günstiger im Bauen oder so. Weiß ich nicht. Irgendeinen Haken müssen sie ja eigentlich haben. Ja, was soll's. So, ach so, wir haben die Struktur Fabrik gebaut und jetzt können wir hier Ersatzteilwerkstatt mit reinsetzen. Zack. So, was haben wir denn hier später noch? Halbleiterfertigung. Okay. Und Waffenwerkstatt? Wir kriegen später Gegner. Na gut. Wichtig ist, dass die Fabrikkomponenten von Ingenieuren bedient werden und nicht von Arbeitern. Jede Basis muss eine Krankenstation haben, damit du verletzte Bergarbeiter und kranke Kolonisten behandeln kannst. Sanitäter können Leute in der Krankenstation mit Arzneimitteln heilen. Okay, eine Krankenstation sollen wir bauen. Es gibt aber echt viel, ne? Lager, wusste ich doch. Krankenstation. So, die Krankenstation. Die Krankenstation bauen wir, da können wir nichts mit ransetzen. Ich würde sagen, die Krankenstation, die bauen wir direkt hier an den Essenssaal mit ran. Warum eigentlich nicht? Was war denn eigentlich das hier? Ach, das war der Sauerstoffgenerator, genau. So, verbinden bitte. Dankeschön. Und weiter geht's. Was sollten wir noch bauen? Was stand da gerade? Ein Bett oder was? Komponente platzieren. Bett. Müssen wir doch hier machen. Ich kann nicht gleichzeitig Sachen bauen. Das ist echt doof.